Ja, jetzt ist wieder Erkältungszeit, aber kennen Sie die Risiken und Nebenwirkungen beim Autofahren? Wie verhalten Sie sich, wenn Sie zum Beispiel Schnupfen oder Husten am Steuer haben? Wir haben Sie in Hannover gefragt. Ja, man hat halt lange die Augen zu und ist halt nicht so schön. Man denkt halt, man fährt irgendwo gegen. Können Unfälle passieren mit. Da verlieren Sie die Kontrolle über das Steuer, ist klar. Ich habe schon viele Opfer von der Feuerwehr und so weiter rausholen müssen. Durch solche oder ähnliche Situationen. Ja, manchmal bin ich ein bisschen erschrocken, weil man ja doch Sekunden irgendwo nicht so dabei ist. Ja, ich würde versuchen, das Tempo zu reduzieren, aber nicht völlig auf die Bremse zu treten. Ich halte mein Lenkrad dann fester. Ganz einfach. Ich versuche es jedenfalls. Also, wenn ich merke, da kommt irgendwas, dann gucke ich erstmal rechts, links, achte ich nochmal besonders auf Passanten oder auf den Verkehr. Es ist Routine wahrscheinlich, wenn man unaufmerksam ist, wenn man gestresst ist, das wird dann schwierig. Ja, Nase reiben, das hilft bei mir auf jeden Fall. Man versucht es ein bisschen zu unterdrücken und vorausschauend zu fahren. Tja, mehr kann man fast nicht machen. 10 nach 12, schön, dass Sie wieder dabei sind. Willkommen zur Drehscheibe, liebe Zuschauer. Ja, wer glaubt nur, SMS schreiben hinterm Steuer sei gefährlich, der täuscht. Auch Niesattacken oder Hustenanfälle können wirklich lebensgefährlich sein. Das musste jetzt auch eine Autofahrerin auf einer Landstraße in Euskirchen erleben. Sie hatte offenbar einen Hustenanfall und ist dadurch in den Gegenverkehr geraten. 3 Schwerverletzte. Die Beifahrerin und der Fahrer dieses Minis schweben gar in Lebensgefahr. Die Bilanz dieses schweren Unfalls auf einer Landstraße bei Euskirchen. Die Fahrerin dieses Renaults geriet offenbar während eines Niesanfalls in den Gegenverkehr. Bei dem Zusammenstoß wurden alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge schwerst verletzt. Bei den Insassen des Fahrzeugs, was in Gegenrichtung fuhr, besteht zurzeit akute Lebensgefahr. Über 200 Meter sind die Trümmer verteilt, als die Feuerwehr am Unglücksort eintrifft. Der frontale Crash hat beide Autos fast völlig zerstört. So schnell wie möglich macht sich die Feuerwehr daran, den Fahrer des Minis aus seinem Wrack zu befreien, da es ihm am schlechtesten geht. Einer der Verletzten war nicht eingeklemmt, der lebensbedrohlich Verletzte war eingeklemmt in dem Fahrzeug. Wir haben dann versucht, mit einer Crashrettung möglichst schnell für die nachfolgenden Notärzte Platz zu machen, dass sie also an den Patienten drankamen. Dann nach der Erstversorgung mussten die Beine noch freigeschnitten werden und wir konnten den Patienten an den Rettungsdienst übergeben. Ist die Renault-Fahrerin tatsächlich in den Gegenverkehr geraten, weil sie niesen musste? Das klärt nun die Polizei. Die Spurensicherung erfolgt durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam, das meines Wissens nach zurzeit auch noch beschäftigt ist an der Unfallstelle mit der Sicherung der Spuren. Die Polizei wertet nun die Spuren aus. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Feuerwehr in Hahle in Schleswig-Holstein wird zu einem Brand in einem Pferdestall gerufen. Das Feuer kann schnell gelöscht werden, aber in den Trümmern machen die Feuerwehrleute eine schreckliche Entdeckung. 2 Frauenleichen, eine Mutter und ihre Tochter. Die Obduktion ergibt, dass die beiden Frauen zuvor erschossen wurden. Die Hintergründe, die sind zunächst unklar, doch jetzt konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Gestern Abend wurde Haftbefehl wegen zweifachen Mordes gegen den 28-jährigen Autobesitzer erlassen. Der junge Mann betreibt im Nachbardorf eine Autowerkstatt. Es ist so, dass die Mordkommission wirklich akribische Arbeit geleistet hat, voll im Einsatz war die ganze Zeit und alle Indizien zusammengetragen hat, die für oder auch gegen diesen Beschuldigten sprechen, sodass gestern Nachmittag von dem Dezernenten, dem zuständigen Staatsanwalt, entschieden wurde, dass ein Haftbefehl beantragt wird. Entdeckt wurden die beiden Frauen während Löscharbeiten im Pferdestall auf ihrem Hof. Vor einer Woche soll der 28-jährige Beschuldigte das Feuer gelegt haben. Die Feuerwehrleute fanden die beiden toten Frauen, Mutter und Tochter, erschossen im Stall. Eine der beiden Leichen wies außerdem noch Stichverletzungen auf. Aber die Tatwaffen sind auch bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten noch nicht gefunden worden. Der Mann bestreitet bislang die Tötung der Frauen vehement. Laut Presseberichten soll der 28-Jährige am Tattag mit Mutter und Tochter über den möglichen Kauf seines Autos in Streit geraten sein. Die Nachricht von seiner Verhaftung ist das Gesprächsthema Nummer 1 im Ort. Man hat schon so ein bisschen gedacht, weil man ja gar keinen Anhaltspunkt hatte, wer das ist, ob das nicht doch ein Bekannter ist oder ob er von der näheren Umgebung kommt. Man hat so ein bisschen doch schon ein bisschen Angst gehabt. Einen Tag vor der Tat hat er noch meine Winterreifen montiert.
Den traute ich das ja nicht zu, ne? Dass er das war. Wurde ja auch Zeit, dass solche hinter Gittern kommt oder was, wenn das dann wirklich ist. Die Ermittlungen der Behörden laufen weiter. Ist der Beschuldigte wirklich der Täter? Warum mussten die beiden Frauen sterben? Sie waren 83 und 57 Jahre alt. Zwei bewaffnete Männer stürmen in ein Juweliergeschäft in Duisburg und bedrohen die Verkäuferin. Einer der Täter trägt eine auffällige Perücke, der andere einen Motorradhelm mit geschlossenem Visier. Die Diebe erbeuten Luxusuhren und fliehen mit einem roten Motorroller. Jetzt erhofft sich die Polizei durch die Videoaufnahmen im Laden Hinweise zur Ergreifung der Räuber. Es ist morgens um 9, als ein dicker, blonder Mann klingelt. Nur Augenblicke, nachdem eine Verkäuferin die Tür öffnet, zieht der Täter eine Pistole, um mit seinem Kumpanen, der sich mit einem Motorradhelm getarnt hat, in das Juweliergeschäft zu stürmen. Während der dicke Verbrecher die Mitarbeiterin bedroht, rafft der Kleine teure Uhren zusammen. 30 Sekunden später flüchtet das Duo mit Luxuschronographen im Wert von rund 70.000 Euro. Für die Polizei steht nach Analyse der Aufnahmen aus den Überwachungskameras fest, das haben die beiden nicht zum ersten Mal gemacht. Zwei hochprofessionelle Täter, der eine mit Helm verkleidet, dass man ihn nicht erkennt. Der andere muss, um überhaupt die Chance zu haben, dass der Juwelier die Tür aufmacht, muss er unverkleidet sein, hat sich nur mit einer Perücke versucht zu verstellen, zu verkleiden. Wir hoffen deswegen, ihn zu identifizieren. Mit diesem Roller sind die beiden Verbrecher geflüchtet, um ihn später abzustellen. Der Überfall war genau vorbereitet, denn den Roller hatten die Täter vorher in Bad Mergentheim in Baden-Württemberg gekauft, um ihn anschließend für den Überfall nach Duisburg zu bringen oder bringen zu lassen. Um auf die Spur der Verbrecher zu kommen, ist die Polizei jetzt auf Hinweise angewiesen, aus dem Süden und aus dem Westen Deutschlands. Ja, wir haben einmal aus dem Bereich Tauberbischofsheim, Bad Mergentheim, wo der Roller gekauft worden ist. Da suchen wir einen roten oder orangefarbenen Sprinter. Mit dem haben die das Fahrzeug abtransportiert. Das ist die eine Möglichkeit, wo wir uns Zeugenhinweise erhoffen. Und natürlich in Duisburg hoffen wir, dass jemand uns noch sagen kann, wo der Roller vielleicht vorher schon gesehen worden ist, beziehungsweise am Abstellort des Rollers, in was für ein Fahrzeug sind die Täter umgestiegen. Mit den Bildern aus den Überwachungskameras läuft jetzt die Fahndung nach dem ungleichen Duo in ganz Deutschland. Die Versicherung des Juweliers hat 5.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgesetzt, die zur Festnahme der beiden Verbrecher führen. Die Verkäuferin des Juweliers, die wie eine Kollegin zum Opfer der Räuber wurde, steht auch Tage später noch unter Schock. Die waren schwer beeindruckt von dem Überfall. Die werden von unserem Opferschutz derzeit betreut. Wie geht's Ihnen? Ja, nicht so gut. Das ist schon so ein schockierendes Erlebnis am frühen Morgen, das man nicht so gerne hat. Möglicherweise gehören die beiden Räuber zu einer Bande, die die Überfälle für ihre Bosse begeht, um die teuren Luxusuhren in Hinterhofwerkstätten umarbeiten zu lassen, um sie anschließend auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Ja, vielleicht haben Sie ja hilfreiche Hinweise. Die Menschen in Pieding in Bayern, die sind entsetzt. All ihre Hoffnung haben sie nämlich in den Ausbau der A8 zwischen Rosenheim und Salzburg gesetzt. Die alte Trasse, die stammt nämlich noch aus den 30er Jahren und da verläuft so mitten durch den Ort. Ein sechsspuriger Ausbau sollte die Autobahn dann endlich an Pieding vorbeiführen, doch offenbar ist diese Variante nicht realisierbar. Hauptargument gegen die Verlegung der Autobahn ist der Naturschutz. Jeder, der auf dem Weg in den Süden am Inntaldreieck in Richtung Salzburg fährt, kommt zwangsläufig mitten durch den Ort Pieding. Vor 75 Jahren wurde diese Autobahn gebaut und seit Jahren ist sie völlig überlastet. Etwa 50.000 Fahrzeuge fahren täglich mitten durch den Ort. In Richtung Süden liegt rechts der Bahnhof, ein Gewerbegebiet. Auf dem Rückweg fahren die Autofahrer direkt am Kindergarten und an der Schule vorbei. Nun soll diese Strecke auf 65 Meter Breite ausgebaut werden, von 4 auf 6 Fahrspuren plus 2 Standstreifen. Bürgermeister Hannes Holzner favorisiert eine Ortsumgehung. Also hier würde die Nordumfahrung verlaufen, in diesem Bereich eben auf 600 Meter eingehaust. Und in diesem Bereich würde man auch von dieser Autobahn nichts mehr sehen. Man könnte oberflächlich die Flächen wieder nutzen und man hätte in diesem Bereich dieser Autobahn überhaupt keinen Schaden. Seit 6 Jahren gibt es die Diskussion zwischen Befürworter und Gegner der Nordumfahrung. Nun wird sie abgewürgt.
Denn mitten in der Idylle der möglichen Nordumfahrung, zugleich eine der besten Wohnlagen, wurde eine seltene Fledermausart entdeckt. Die Natur hat Vorfahrt, meint die Autobahndirektion Südbayern. Wir hätten auch gerne, das haben wir auch immer gesagt, ganz gerne die Nordvariante weiterverfolgt. Aber wenn das Naturschutzrecht, das europäische, so zwingend ist, dann können wir dort auch nicht aus. Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen, doch nach heutigem Stand hat das Umweltrecht Vorrang und die Chancen einer Nordumgehung sind eher gering. Sind wir als Menschen, die direkt betroffen sind, weniger wert wie eine Fledermaus, wie ein Schmetterling oder wie Pflanzenarten? So einfach, glaube ich, kann man sich's auch nicht machen und darf man sich's nicht machen. Aber es entsteht schon der Eindruck, dass man dann den Artenschutz vorschiebt und eine Variante dann zu Fall bringt. Mittlerweile ist die Gemeinde völlig zerstritten. Die einen wollen an der Umgehung festhalten, die anderen wollen den Ausbau vor Ort. Die Autobahndirektion hat Piding aufeinander gehetzt. Sie kommen jetzt, dass ein kleiner Schmetterling da draußen ist und irgendeine Feldmaus und das so hochwertig ist, dass sie jetzt da herinnen die billigste Lösung bauen müssen. So wie es ist, dass man das beibehält, wie es jetzt ist, und da ausbauen. 6 Jahre lang könnte am Autobahndamm mitten im Ort gebaut werden. 13 Meter hohe Schallschutzwände würden in Piedingern jede Sicht nehmen. Die Entwicklung der Gemeinde stagniert bereits jetzt. Weder Wohn- noch Gewerbegebiete können erweitert werden. Damit nicht genug. Hannes Holzner bekommt Morddrohungen. Es gibt Wochen und Monate, wo man eigentlich alles an den Nagel hängen will. Pieding, das Tor zum Berchtesgadener Land. Ein Ort, an dem keiner mehr zur Ruhe kommt. Eigentlich ist da so eine Packstation eine praktische Sache, ne? Bestellte Ware können rund um die Uhr abgeholt werden und man ist nicht mehr auf die Öffnungszeiten einer Postfiliale angewiesen. Doch immer öfter registrieren sich auch Betrüger für diesen Service. Sie melden sich mit geklauten Adressen an der Paketstation an, erhalten so die bestellte Ware. Frei Haus, versteht sich. Und das ahnungslose Opfer bekommt die Rechnung. So wie Ute Meiners aus Viersen. Jennifer Görs aus Köln hat inzwischen ein mulmiges Gefühl, wenn sie zu ihrem Briefkasten geht. Denn in letzter Zeit bekommt sie immer wieder Mahnungen von Unternehmen. Für Bücher oder Kleidung soll sie inzwischen mehrere hundert Euro zahlen. Dabei hat sie die Sachen nie bestellt. Ich hatte erst mal gedacht, dass es meinen Namen doppelt gibt. Das kommt ja auch mal vor, dass ein Name doppelt in der Stadt erscheint. Und dann hatte ich zuerst mal bei dem ersten Verlag angerufen. Und dann hatten die es zuerst mal auf Stunde, also auf Mahnstopp gesetzt. Dann hatte ich dann die nächste Mahnung 2 Tage später bekommen. Und dann habe ich schon gedacht, oh, das ist jetzt aber kein Versehen mehr. Sie findet heraus, dass Betrüger in ihrem Namen an eine DHL-Packstation liefern ließen. Nicht nur bei Modefirmen oder Buchhändlern, sondern auch hier wurde zur Registrierung also ihre Adresse benutzt. Am Telefon ist es dann gar nicht so leicht, den Firmen das auch klarzumachen. Auch DHL nimmt ihr zunächst nicht ab, dass sie sich nicht selbst an einer Packstation registriert hat. Also ich konnte nur mein richtiges Geburtsdatum nennen und meine richtige Handynummer. Und die Leute haben halt ein falsches Geburtsdatum angegeben und eine andere Handynummer angegeben. Und da hatten die mir auch gesagt, ich muss dieses Konto errichtet haben für die Packstation. Jennifer Görs ist kein Einzelfall. Bundesweit wurden falsche Adressen für die Registrierung benutzt. So auch an dieser Packstation in Viersen. Auch hier holten Täter wochenlang teure Online-Bestellungen wie Computer oder Kleidung auf Kosten anderer ab. Bis die Polizei sich dann auf die Lauer legte und die Betrüger festnahm. In unserem Fall in Viersen war es ein Haupttäter, der 3 andere Personen noch beschäftigt hat, in Anführungszeichen, die für ihn die Pakete abgeholt haben und tätig geworden sind. Und so funktioniert die Masche auf Kosten von ahnungslosen Bürgern. Die Täter registrieren sich für eine Packstation im Internet. Dabei geben sie eine x-beliebige Adresse an. Nur Mail und Telefonnummer kommen von ihnen. So bekommen sie die Nummer zum Abholen von Paketen, die sogenannte TAN. Was sie jetzt noch brauchen, ist eine DHL-Kundenkarte. Die machen die Betrüger mit Rohlingen ganz einfach nach. Mit diesem Kartendummy und der PIN-Nummer, die man ihnen zugeschickt hat, können die dann entsprechend an der Packstation die Pakete in Empfang nehmen. Häufig erfährt dann der eigentliche Mensch, dessen Personendaten benutzt wurden, gar nicht davon, dass er in der ganzen Geschichte involviert ist.
Manchmal versuchen die Betrüger auch, das Begrüßungspaket von DHL mit den Daten für die Packstation abzufangen. Die Zustellung dieses Startsets ist neben Rechnungen und Mahnungen der einzige Hinweis auf einen möglichen Betrug. Wenn Sie das Begrüßungspaket zugeschickt bekommen und haben es nicht bestellt, sollten Sie vorsichtig sein, sich sofort an die Polizei wenden und dort eine Anzeige wegen Betruges erstatten, um zu vermeiden, dass Ihnen hinterher eine Rechnung, die Sie zugeschickt bekommen, tatsächlich vorgeworfen wird. Auch Jennifer Görs hat inzwischen Anzeige erstattet. Für sie war die ganze Sache ärgerlich und zeitaufwendig. Sie musste diverse Briefe aufsetzen, Telefonate führen und sich rechtfertigen. Und all das, sagt sie, dürfe eigentlich nicht an ihr hängen bleiben. Nicht sehr kundenfreundlich, weil das ist halt ein Problem, was die DHL in dem Sinne hat, dass dort man einfach ein Konto errichten kann, ohne dass derjenige halt selbst dahin kommen muss. Wir wollten DHL vor der Kamera zu der Betrugsmasche und zur Sicherheit der Registrierung und der Kundenkarten befragen, doch man wollte sich nur schriftlich äußern. Wir haben in der Vergangenheit verschiedene Maßnahmen gegen Missbrauch unserer Packstationen eingeleitet. Die aktuelle Betrugsmasche ist noch relativ neu, aber auch hier werden wir mit weiteren Sicherheitsmaßnahmen reagieren. Bleibt zu hoffen, dass DHL schnell handelt. Viel Ärger bliebe Opfern wie Jennifer Görs dann erspart. Tja, ganz schön dreist. Für die Bürger von Altenberg in Sachsen ist es ein absoluter Irrsinn. Da wird nämlich eine teure, topmoderne Turnhalle gebaut. Doch die Außenanlagen, die müssen wohl schon nächstes Jahr wieder abgerissen werden. Denn dort soll eine Bob-Anschubstrecke gebaut werden. Und obwohl die schon länger bekannt ist, hat der Landkreis nun dort noch 6 Ahornbäume gepflanzt, um sie dann schon 2015 wieder rauszureißen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Die topmoderne Sportanlage am Altenberger Glückauf-Gymnasium. 5 Millionen Euro Investitionen etwa stecken hier bisher drin. Hier sollen schließlich auch die deutschen Spitzenleute im Wintersport wie Rodler und Bobfahrer trainieren. Gut angelegtes Geld oder doch wohl auch Verschwendung? Der neu gestaltete Außenbereich soll nächstes Jahr nämlich wieder platt gemacht werden und einer dringend benötigten Rodelanschubbahn weichen. Hätte man das nicht eher wissen müssen? Die Schildbürger sind da, dachte ich mir jetzt. Also da dachte ich dann wirklich, also hier weiß die linke Hand nie, was die rechte macht. Also in dem Fall ist es dann, das muss man auch klar sagen, es ist eine Steuerverschwendung. Also wenn Geld eingesetzt wird, was nie mindestens eine Bindefrist von 10 Jahren hat. Ne? So lange sollte die Infrastruktur erhalten bleiben, ansonsten lohnt sich's nie. Auch viele Altenberger können nicht nachvollziehen, wie leichtfertig da offenbar ihr Steuergeld verschleudert wird. Na sicher sagt man da, wieso wird sowas gemacht? Es geht ja eigentlich um das Geld, wo es überall fehlt und da wird es doch weggeschmissen. Ich bin Rentnerin. Ne? Ich bekomme so und so viel Geld und der Staat hat ja auch nur so ein Limit. Und wenn er darüber was baut und dann wieder zurückbaut, ist das nicht in Ordnung. Das ist ja ein Schildbürgerstreich. Im August fällt die Entscheidung, dass die Rodel-Anschubbahn direkt an der Schule gebaut wird. Eine optimale Lösung. Die Sportstätten nahe beieinander. Die ursprünglichen Baugrundverhältnisse der Bahn hatten sich vorher als untragbar erwiesen. Nur wenn man im Sommer weiß, dass hier draußen die Fahrradständer für 8.200 Euro, die Beleuchtungsmasten für 6.300 Euro und die Anlagen unter der Erde wieder weg müssen, warum setzt das Landratsamt dann noch im November neue Bäume für 2.800 Euro auf die Fläche? Der Schulleiter versucht, die Behörden zu verstehen. Der Träger des Sportstättenkonzeptes ist der Landkreis. Also er ist auch Bauherr. Das heißt, die Fäden laufen dort schon zusammen. Aber die Fäden, die werden natürlich auch an diejenigen weitergeleitet, die das Ganze umsetzen. Also Baufirmen und. Und möglicherweise ist dort ein Kommunikationsproblem eingetreten. Also bewusst wird sicherlich niemand hier Steuergelder verschwenden. Aber ein paar hunderttausend Euro dürften da wohl schon zusammenkommen, die man sich hätte sparen können. Tja, man glaubt's wirklich nicht. Petra Ganswind und Andreas Andres sind ein eingespieltes Team im Kölner Eigelstein-Kiez. Das ist dicht am Hauptbahnhof. Die beiden Polizisten, die sind mal tags, mal nachts unterwegs, mal in Uniform, mal in Zivil. Für ihren Job brauchen sie viel Fingerspitzengefühl, aber wenn es sein muss, können sie auch hart zupacken, denn der Eigelstein ist ein Viertel mit Multikulti-Charme, aber auch mit reichlich Problemen. Ein ganz normaler Einsatz.
Für diesen jungen Mann liegt ein Haftbefehl vor. Er hatte eine Geldstrafe nicht beglichen. Nur wenn er jetzt sofort zahlt, bleibt er in Freiheit. Die beiden Polizisten begleiten ihn zum nächsten Geldautomaten. Der Mann wundert sich, dass vorher kein Einschreiben gekommen ist. Es wird förmlich zugestellt. Er habe aber nie etwas gegengezeichnet. Nee, muss nicht gegengezeichnet werden, es wird auch eingeworfen. Einschreiben, Einwurf geht auch. Es geht um ein paar hundert Euro, die er der Staatskasse schuldet. Er wird den Betrag jetzt zahlen. Ist das immer so nett? Nein, ist auch schon mal ganz unnett, würde ich sagen. Aber da war jetzt nett, entspannt. Hatte auch nicht das Gefühl, er würde uns davonlaufen. Hätten wir sowieso gekriegt. Auf jeden Fall hätten wir den gekriegt. Und er will nichts mitbekommen haben von all den Briefen. Genau. Untypisch. Ja. Eigentlich kriegt er sehr viel Post, bevor wir den Haftbefehl auf den Tisch kriegen. Kriegt er 3-4 Mal, wird er angeschrieben, aufgefordert, um sich dann gar nicht zu kümmern. Dann kommen wir. Petra Ganswind und Andreas Andres, beide Polizeioberkommissare, beide Bezirksdienstbeamte, also Polizisten zum Anfassen. Ihr Einsatzgebiet, der Eigelstein, ist eines der buntesten Viertel Kölns. Hallo. Hallo. Alles gut? Ja, bei euch? Ja, bei dem Wetter, ne? Alltagsarbeit. Vor dieser Gastwirtschaft drücken sich gerne Männer herum und versperren den Gehweg. Der Wirt wird wieder mal um Abhilfe gebeten. Die Sache ist hier, wenn die Leute, die Bürger und die Nachbarn beschweren sich immer darüber, dass hier ganz viele ihrer Gäste hier nicht nur rauchen, sondern die ganze Zeit hier vor der Tür rumsitzen. Das haben sie dem Wirt schon öfter gesagt. Der aber tut so, als gäbe es kein Problem. Ja, die Feststellung haben wir ja selber auch, dass manchmal ganz viele Leute hier vorstehen. Ist ja nicht so, dass das nie passiert. Aber jetzt sei doch kaum einer da, sagt der Wirt. Ja, weil wir gekommen sind und die Hälfte geht dann. Genau. Ja? Ein bisschen Auge drauf haben, Herr. Tschüss. Tschüss. Wie oft muss man denn da so bitten? Am besten jeden Tag 3 Mal. Das ist so. Das bleibt halt, manchmal ist das Kurzzeitgedächtnis sehr kurz. Ein buntes Viertel, auch voller Spannungen. Abends kurz nach 9, Großeinsatz der Polizei im Eigelstein. Ein Anrufer hat eine Massenschlägerei gemeldet, doch die vielen Menschen auf der Straße sind friedlich. Petra Ganswind und Andreas Andres sind die ersten Polizisten vor Ort, befragen zunächst die Anwohner, was hier eigentlich los war. Ein einzelner Mann soll in diesem Lokal randaliert haben, das große Schaufenster zertrümmert. Die beiden Bezirksbeamten sind als erste vor Ort. Drinnen ein Bild der Verwüstung. Was ist denn los gewesen hier? Hier hat wohl einer gespielt, das ist mein Kenntnisstand. Ich weiß nicht, ob der so sich noch rauskristallisiert. Hat einer gespielt, ganz viel Geld reingeschmissen und wollte wohl noch Geld haben, damit er noch mehr Geld reinschmeißen kann. Das wurde ihm dann verwehrt. Ja. Dann ist er sauer geworden. Hat hier das ganze Spielautomaten kaputt gemacht und ist rausgegangen und hat mit dem Stuhl die Scheibe eingeschlagen. Alle Zeugen sagen das Gleiche aus. Also hat er den Hocker genommen, da hat er einen Wutanfall bekommen. Er hat erstmal mit Fäust hat er auf dem Glas eingeschlagen. Das hat nicht geholfen, hat sich der Hocker genommen, hat sein das Apparat, wo er gespielt hat, und dann kam weiter ein Apparat hinterher. Während sich draußen immer mehr Neugierige versammeln, bleiben diese beiden Herren völlig entspannt bei ihrem Kartenspiel. Ich hätte gedacht, aber da wären irgendwelche anderen Gründe. Weil es hieß ja erst, es ist eine Schlägerei zwischen 50 Beteiligten. Der Täter wird schnell gefunden und draußen festgenommen. Der Mann ist sehr betrunken. Und dann ist der Einsatz beendet. Von letzter Dienststelle und dann schreiben und dann Feierabend. Ja, und morgen früh wieder hier. Ja, aber wir haben noch keinen Feierabend. Sind Sie heute schon noch mal mit dem Auto unterwegs, liebe Zuschauer? Dann sollten Sie mal auf die Überwachungskameras auf Parkplätzen achten. Die nehmen nämlich eventuell Ihr Nummernschild auf. Das ist offenbar gängige Praxis auf hunderten Parkplätzen in Deutschland. Datenschützer schlagen allerdings Alarm, weil sie befürchten, dass die Kennzeichendaten missbraucht werden könnten. Das Uniklinikum in Aachen. Arbeitsplatz und Anlaufstelle für hunderte Angestellte und Patienten täglich. Was viele bei der Einfahrt auf den Parkplatz übersehen, sie werden überwacht. Genauer, eine Videokamera erfasst ihr Kennzeichen. Gängige Praxis auf hunderten Parkplätzen deutschlandweit. Während Datenschützer Alarm schlagen, will sich dieser Betreiber, die Aachener Parkhausgesellschaft, nicht falsch verstanden wissen.
Wir nutzen diese Daten nicht für Marketingzwecke, auch nicht, um Adressen weiterzugeben. Die werden gelöscht, sobald der Kunde hier den Parkplatz wieder verlässt. Ziel sei es angeblich nur, den Parkpreis minutengenau berechnen zu können, sollte ein Kunde sein Ticket mal verlieren. Trotzdem bleiben viele Kunden skeptisch. Ich frage mich, wozu das gut ist. Es ist etwas bedenklich, ja. Man ist der gläserne Mensch. Ob Sie zur Bank gehen, ist egal, wo Sie hingehen. Überall werden Sie überwacht. Ein bisschen Persönlichkeit möchte ich haben. Ist meiner Meinung nach ein Verstoß gegen die Datenschutzrichtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bundesregierung. Und deswegen glaube ich nicht rechtens. Datenschützer halten die Kennzeichenerfassung für bedenklich, auch wenn sie nicht eindeutig verboten ist. Es muss zunächst mal ein berechtigtes Interesse des Betreibers nachgewiesen werden. Und selbst wenn ein solches berechtigtes Interesse gegeben ist, muss dieses auch noch abgewogen werden gegen die Interessen der Nutzer. Ab wann das Interesse eines Betreibers berechtigt ist, prüfen nun die Datenschützer. Schon jetzt ist zweifelhaft, ob das Interesse vom Phantasialand in Brühl ausreicht, in die Persönlichkeitsrechte seiner Besucher einzugreifen. Denn auch der Freizeitpark speichert mit Hilfe von Kameras die Ortskürzel seiner Besucher. Auf ZDF-Anfrage heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme, das Phantasialand betreibt dieses System ausschließlich zum Zweck der Marketing-Erfolgskontrolle. So will der Betreiber angeblich feststellen, ob eine Werbeaktion in einer bestimmten Region mehr Besucher in den Park lockt. Marketing-Erfolgskontrolle allein reicht als Begründung wahrscheinlich nicht aus, sagen die Datenschützer und wollen dem jetzt nachgehen. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass diese Kennzeichenerfassung nicht zulässig ist, dann wollen wir, dass es beendet wird. Dieses System soll nur dann fortgesetzt werden, wenn es auch rechtlich zulässig ist. Es kann also passieren, dass die Parkplatzbetreiber ihre Videokameras wieder abbauen müssen, sollten sie deren Einsatz nicht ausreichend begründen können. Wie geht's weiter mit dem Solidaritätszuschlag? Darüber streiten heute die Ministerpräsidenten in Potsdam. Dass der Soli erhalten bleibt, darüber sind sich alle einig. Doch wie soll das Geld in Zukunft verteilt werden? Was hat der Soli in den neuen Bundesländern bisher gebracht? Und wo wird im Westen dringend Geld benötigt? Die Wuppertaler Schwebebahn, das stählerne Wahrzeichen der Stadt. Als sie vor rund 100 Jahren gebaut wurde, gehörte Wuppertal zu den reichsten Städten in ganz Deutschland. Seit Jahrzehnten aber kämpft die Stadt mit dem Niedergang der Industrie und damit auch mit immer weniger Geld. 2 Milliarden Euro Schulden, Wuppertal ist pleite und muss doch für den Aufbau Ost, den Solidarpakt, zusätzlich Schulden aufnehmen. 10 bis 15 Millionen Euro pro Jahr. Die Wuppertaler Bürger sehen das mit gemischten Gefühlen. Grundsätzlich war ich für den Soli, für die DDR, ehemalige DDR, grundsätzlich ja. Da ist aber sehr vieles falsch gelaufen. Da ist vieles in Marmor und Gold und Silber gebaut worden, was nicht nötig gewesen wäre. Ich finde, man kann was geben, wenn man was hat. Aber wenn ich nichts habe, kann ich auch nichts geben. Das Geld könnte Wuppertal selbst gut gebrauchen, wie viele andere klamme Kommunen im Westen auch. Das jedenfalls ist die Meinung der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Wenn mit dem Solidarpakt 2019 offiziell Schluss ist, soll er weiterlaufen, über Steuern, damit endlich auch der Westen profitiert. Das hat die Kanzlerin auch im Wahlkampf schon deutlich gemacht. Sie hat gesagt, das Aufkommen des Soli wird weiter gebraucht. Und er wird sicherlich nicht mehr nur für den Osten gebraucht, sondern für ganz Deutschland. Im Klartext, das, was einmal als zeitlich begrenzte Abgabe versprochen war, wird wohl weitergehen. Die Meinung dazu ist geteilt in Wuppertal. Wir zahlen entweder dafür oder dafür. Ja. Wie das jetzt heißt, ist doch ganz egal. Ich würde den Soli also weiter gerne bezahlen, wenn aber auch dann hier bei uns was getan werden würde. So oder so. Eine Entlastung für den Bürger rückt in weite Ferne. Nicht in Ordnung, sagt der Bund der Steuerzahler. Die Erfahrung lehrt, dass der Steuerzahler misstrauisch sein muss. Denn es gibt eine ganze Liste gebrochener Versprechungen. Und die Fortführung des Solidaritätszuschlages wäre der letzte in einer langen Reihe. Wuppertal hat schon mal vorsichtig gerechnet. Bis zu 8 Millionen Euro pro Jahr könnten künftig in die Stadtkasse fließen. Damit ließe sich zumindest die eine oder andere Baustelle beenden. Das Städtchen Ilsenburg im Harz hat sich zu einer kleinen Perle entwickelt, auch dank des Solis. Lange vorbei hier die Zeit der DDR-Schwerindustrie. Von Dreck ist heute nichts mehr zu sehen. Es gibt kaum Arbeitslosigkeit, zahlreiche Touristen kommen Jahr für Jahr. Der Bürgermeister ist stolz auf seine Stadt und die Hightech-Unternehmen vor Ort. Dieses ganze Areal, auf dem wir stehen, war auf Deutsch gesagt eine Halde.
eine Schlackerhalde, eine Abfallhalde mit verrotteten Produktionsstätten. Und wenn wir die Hilfe in dem Falle des Landes und der weiteren Fördermittelgeber nicht bekommen hätten, dann hätten wir das aus eigener Kraft natürlich nicht sanieren können. Marode Infrastruktur, kaputte Bausubstanz. Der Osten war nach dem Fall der Mauer am Ende. Die Wirtschaft lag am Boden. Anfang der 90er Jahre wurde der Solidaritätszuschlag eingeführt. Das Geld trieb den Aufbau Ost voran. Die neuen Bundesländer wurden auf Westniveau gebracht. Bis heute fließen Soli-Beiträge in den Osten Deutschlands. Allein 2013 bekam Sachsen-Anhalt rund 1 Milliarde Euro aus Berlin. Der Soli sollte ja helfen, dass wir aufholen. Das Aufholen in manchen Bereichen wäre nie möglich gewesen. Wir hätten dann verwaltet weiterhin noch das, sag mal, die schlechte Infrastruktur verwaltet, weil die Länder nie in der Lage gewesen wären, das alleine zu stemmen. Der Osten erscheint heute in einem ganz anderen Licht. Der Soli hat die graue DDR-Tristesse vielerorts verschwinden lassen. Eine Umverteilung des Solidaritätszuschlags in andere Regionen Deutschlands ist nach Meinung vieler nun eine gute Idee. Wir haben lange genug davon profitiert auch, also mehr profitiert als die alten Bundesländer. Und von daher finde ich das eigentlich, sollte man das ruhig machen. Ich denke, jetzt darf es gerechter verteilt werden. Ich finde das gut. Warum? Ja, weil im Prinzip viele Städte und Gemeinden in alten Bundesländern ja auch Probleme haben mit ihren Finanzen. Gute Aussichten also für den Soli, denn die Bereitschaft ist da, ihn weiterzuzahlen. Jetzt ist die Politik an der Reihe, den Soli so zu verteilen, dass er auch anderen Regionen auf die Beine helfen kann. Ist auch mal dringend nötig, würde ich sagen. Haben Sie ein Hobby, das Ihnen so richtig Spaß macht, liebe Zuschauer, und das man zudem auch noch reparieren kann? So eine Leidenschaft hat Hans-Joachim Bayer, der pensionierte Jurist, sammelt und repariert seit Jahren alte Schätzchen, wie er seine Schreibmaschinen nennt. Sie soll nicht nur zum Anschauen sein, sondern auch funktionieren. Seine alten Schätzchen, wie er sie nennt, müssen mindestens einmal in der Woche bewegt werden. Der Alltag von Hans-Joachim Bayer ist aber moderne Bürotechnik, die er in seinem kleinen Familienbetrieb wieder in Ordnung bringt. Früher wartete und reparierte er Schreibmaschinen. Der Hamburger ist einer der wenigen, der das heute noch kann. Es ist einfach der Aha-Effekt vorher, nachher. Und es baut einfach auf, dass man es geschafft hat, die wieder zum Laufen zu kriegen. Also es ist fantastisch, wie ein Auto, was auf einen Tieflader angeliefert wird und hinterher wieder durch die Straßen fährt. Das ist geschafft. Und man hat immer so das Gefühl, die Technik hat mich nicht bezwungen, ich habe die Technik bezwungen. Auf Elektronik musste er umschulen, als der Computer in den 80ern die Schreibmaschine aus den Büros verdrängte. Nach Stunden an Platinen und Laufwerken werkelt er zum Ausgleich noch immer gerne an der alten Technik. Oh, hört die lange an. Jo. Gut. Was ist damit? Irgendwelche Typenklemmen. Aha, na, dann schauen wir mal. Seine Frau Kirsten weiß, für ihn ist das pure Entspannung. Wenn er denn hier so manchmal sitzt, also da kann man ihn noch ansprechen. Keine Reaktion. In der Elektronik ist es so, man repariert es, man tauscht es aus. Es geht halt hinterher, warum? Interessiert auch keinen. Es muss nur funktionieren. Und hier weiß man genau, Schwergängigkeiten, irgendwas abgebrochen, was ausgeschlagen. Sich was verändert, gezogen. Also da weiß man wirklich, was man gemacht hat. Ne? Stundenlang kann Hans-Joachim Bayer an den alten Schreibmaschinen rumpuzzeln. Was seine Frau so zusammenpuzzelt, ist ihm jedoch immer irgendwie fremd geblieben. Das finde ich so beruhigend und freue mich mit jedem Puzzleteil, was ich finde. Dass jemand die Bilder erst zerschneidet, zerhackt, zerstanzt und ich das wieder zusammenbauen soll, sehe ich nicht ganz den Sinn drin. Sieht nachher schön aus, gebe ich ja zu, aber ich finde das sinnlos. Mehr Sinn sieht er darin, die alte Technik zu erhalten. Angefangen hat es damit, Schreibmaschinen für Sammler und Liebhaber zu reparieren. Manchmal rechnete sich die Reparatur nicht für die Kunden. Er bekam Maschinen geschenkt, fand sie auf Dachböden, Flohmärkten und im Internet und begann selbst zu sammeln. Fasziniert von der Technik einer Zeigerschreibmaschine, den unterschiedlichen Klängen, die eine laut, die andere leise. Da war eine Dämmung drin, wie man es bei den Autos heute auch macht, Schaumstoffdämmung oder was man da reingeklebt hat, Filze teilweise früher. Und man sieht hier, wie aufwendig dieses Typenhebelgetriebe ist. Ne? Über wie viele Gelenke, über wie viele Kniehebel das hier geht. Ne? Das macht es dann leiser. Bei manchen findet er sogar noch Pflegehinweise für die Sekretärin.
Den Damen wurde auch noch mitgeteilt, was sie zu tun haben, nämlich nicht nur schreiben, sondern auch den Wert der Maschine erhalten. Sprich, sie mussten sie reinigen, teilweise mussten sie die ölen, selber ölen. Wenn man da reinschaut, war so einiges drin. Und hier ist diese berühmte Ölflasche. Früher war das mir überlassenes Eigentum Fremder, also da ging man pfleglich mit um. Und man sieht das vielleicht an dieser Maschine, was für einen Erhaltungszustand die hat. Und wenn man das hier sieht, dass die auch über die Jahre so erhalten geblieben ist, wie man das hier hinten vielleicht jetzt erkennen kann. Das sind Originalaufdrucke noch. Und man sieht ja, die ganze Maschine sieht aus wie gerade von uns geliefert irgendwo. Ne? Und wenn sie nicht da war, die Sekretärin, dann wurde hier eine geheime Taste umgelegt. So, und dann konnte man nicht mal mehr mitschreiben. Eigentlich ein simpler Knopf, der nur gedreht wird. Ne? Jetzt ist die Maschine freigegeben, ne? Wenn ich zurückdrehe, so, und geht nichts mehr. Passwortschutz damals. Ich finde sie toll. So einige finde ich sehr hübsch, aber ja, so. Gut, den Draht wie mein Mann habe ich jetzt nicht dazu. Aber gut. Wir suchen Maschinen immer aus, die hier bleiben, die wir wirklich selber behalten. Immer nachdem, die ist hübsch oder die ist nicht so hübsch. Und bei mir geht es natürlich mehr nach der Technik. Und manchmal sieht sie von außen nicht so toll aus wie die Conti Silenta. Da sieht man nicht viel von außen, aber drin hat sie eben die wahren Werte. Werte, die auch Stammkunde Hans-Jürgen Gosch schätzt. Der pensionierte Jurist hat ein Hobby für seinen Ruhestand entdeckt, sammelt Schreibmaschinen, etwa 70 hat er inzwischen. Und Hans-Joachim Bayer bringt sie wieder zum Laufen, wenn was klemmt. Komm, wir mal hier vorne her. Wir gucken uns das gleich mal an. Eine Freundin hat neulich mal beim Sperrmüll eine Maschine gefunden. Und die war so tipptopp im Zustand, dass ich es nicht verstehe, wie Menschen eigentlich solche Dinge einfach wegschmeißen. Ja, ja. Bezug dazu haben. Das spricht ihn aus der Seele. Ja, das ist eben. Also es ist vernichtet dann für ewig. Ne? Es wird nie wiederkommen, weil aus dem Sperrmüll, wenn es erstmal ein Container ist, holt es kein Mensch wieder raus. Wenn es an der Straße steht, vielleicht noch. Ne? Und das finde ich so schade um diese Technik herum. Ne? Gut. Andere Kunden schreiben tatsächlich noch auf diesen Maschinen, meist dann schon elektrischen, aber sie freuen sich, dass es noch jemanden gibt, der sie reparieren kann. Vom Kostenfaktor etwa 90 Euro und wird ein paar Tage dauern. Ich hänge dran. So wie Hans-Joachim Bayer an seinen alten Schätzchen. Die gehören inzwischen einfach zur Familie. Tja, schönes Hobby. Welcher junge Mann wäre nicht ganz gerne ein wilder Feger und noch dazu beliebt bei den Frauen? Franz Klinert ist so ein Feger, und zwar Schornsteinfeger. Und unsere Reporterin Beate Thyron hatte im wahrsten Sinne des Wortes Glück, dass sie den Lehrling auf ihrer Expedition Deutschland getroffen hat. Hier kommen die Startkoordinaten. Ich heiße Lisa Günster und schicke den Reporter auf Expedition Deutschland heute nach Thüringen. Und zwar genau nach Fachdorf. Wow, das ist ein Blick. Na, ich würde mal behaupten, einen besseren Blick auf Fachdorf gibt's einfach nicht. Und irgendwo da unten, da wartet ein interessanter Mensch auf uns. Der weiß es bloß noch nicht. Direkt auf dem Hausberg der Fachdorfer starten wir also. Und unten auf dem Markt, na, da ist doch schon wer. Frau Sausemuth und Frau Schimmel. Doch die beiden Damen haben so recht keine Idee. Heute ist Donnerstag, ist der Pfarrer zu Hause, der hat Sprechstunde, dass wir da mal hingehen, zum Pfarrer. Also die Kirche oben, das ist auch historisch. Ja. Ne, der Kirchturm. Doch der Pfarrer lässt seinen Sprechtag heute offensichtlich ausfallen. Der ist im Moment gar nicht da, das sind Erfurt zur Synode. Oh. Kommt auch erst am Sonnabend wieder. Ja, naja, das ist dann zu spät für uns. Also weiter durch die fast menschenleeren Straßen. Ist ganz nett, so, ja, oder? Ja. Ja, es geht so. Expeditionsglück, wo bist du nur? Hier, der Schornsteinfeger. Ist der Schornsteinfeger bei Ihnen? Na also. Guten Tag. Sie sind der Schornsteinfeger? Jawohl. Und wenn man sie anfasst, hat man doch Glück, oder? Genau. Das kann ich nämlich eigentlich heute gebrauchen, weil wir noch niemanden gefunden haben, der so interessant ist. Darf ich Sie anfassen oder müssen Sie mich anfassen? Sie müssen mich anfassen. Wie denn, so? Oder am Knopf drehen. Oh, am Knopf drehen. Ich mach das. Ich drehe an allen Knöpfen. Oh, das ist ja toll. Sind Sie ein echter Schorn? Ja, Sie sind ein echter Schorn. Noch Lehrling. Ein Lehrling? Toll. Und was haben Sie da so? Also das ist die Leine, das ist mein Besen und das ist der Rollbock, damit es ordentlich abrollt, das ganze Werk. Und die Kuchel als Gewicht. Aha, interessant. Und was machen Sie jetzt so? Jetzt zum nächsten Haus. Können wir mitkommen? Von mir aus, ja. Oh ja, schön. Ich kann Elvin auch was tragen. Ach Quatsch, das ist doch nur dreckig. Das stimmt, aber es bringt ja Glück.
Und da dürfen Sie schon alleine als Lehrling unterwegs sein. Ja, jetzt im dritten Lehrjahr auf jeden Fall. Ah. Franz, so heißt er, ist 18 Jahre alt und steht kurz vor der Schornsteinfegerprüfung. Heute muss er Fachdorf abklappern. Cool, Schornsteinfeger. 15 bis 25 Minuten braucht er pro Haus. Guten Tag. Guten Tag. Der Schlotfächer. Können wir denn mal mit reinkommen, wenn der ihren Schornstein putzt? Na ja. Riese. Der wird gleich hinausgehen. Riese. So viel ist schon mal klar. Ein Schornsteinfeger muss eine gute Kondition haben. Den ganzen Tag Trepp auf, Trepp ab. Oh Gott, was mache ich bloß? Ah! Und höhentauglich sollte man bei so einem Job auch sein. Und haben Sie nie Angst? Doch, bei manchen Dingern schon. Ja? Ja. Hm. Weil also manche Häuser haben ja auch keine Dritte. Und dann ist es schon gefährlich. Das. Hm. Und das heißt, Sie machen da jetzt immer so hin und her, weil wenn da irgendwas sitzt in dem Schlot, dann wird das da locker geruppelt, oder wie? Ja, die Büste. Ich lasse die Büste runter. Ja, und immer mit so hoch, wie wenn man eine Flasche sauber macht. So ähnlich, ja. Ja? Das war's schon? Das war's schon. Das geht ja schnell. So, nur noch in den Keller den Ruß aus dem Schornstein kratzen, bezahlen und fertig. Schornsteinfeger findet Franz ist ein Easy-Job. Bezahlen müssen es die Leute, machen lassen müssen sie es auch. Ist doch eigentlich ganz gut, oder? Mhm. Ja, klar. Ja, so gesehen. Krisensicher. Hallo. Guten Tag. Der Schlotfächer. Wird das nicht langweilig mit der Zeit? Wieso? Na, ich weiß nicht. Ist doch immer das Gleiche, irgendwie. Das ist doch auf jeder Arbeit immer das Gleiche. Aber ich sehe alle 10 Minuten andere Leute. Das geht auch. Aber du hast immer die beste Aussicht. Mhm. Das stimmt. So, bitteschön, die Rechnung. Alles schon fertig hier. Ja. Das war's, gell? Das war's und für nächstes Jahr noch ein Kalender. Gut, danke schön. Bitte schön. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. 143 Häuser gibt es in Fachdorf, sagt Franz. Arbeit für mehrere Tage also. Doch nicht überall wird er mit offenen Armen empfangen. Der ist tipptopp sauber. Ja, wir müssen es aber trotzdem machen. Wir brauchen es nicht. Ja. Sollen wir manchmal diskutieren? Mhm. Wenn jetzt schicke ich einen Kollegen vorbei. Hast du schon mal so was ganz Blödes erlebt? Eigentlich nicht. Nee. Und was ganz Schönes? Puh, was ganz Schönes fällt mir jetzt auch nichts ein. Kochen die Leute manchmal Kaffee und so? Ja, das auf jeden Fall. Ab und zu mal Kaffee trinken. Früh meistens. Das ist super. Aha. Naja, der Schornsteinfeger, der hat schon noch so ein schönes Image, ne? Der bringt Glück. Ja, schon, aber nicht bei alle. Aha. Manche, wenn sie uns sehen, dann. Dann sind sie nicht mehr so gut drauf. Warum? Weil es wieder Geld kostet. Weil es Geld kostet. Ja, das stimmt. Ja, und weil man sich den Schornsteinfeger nicht abbestellen kann, ne? Ja, du musst auf jeden Fall jemanden kommen lassen, ob es jetzt wir sind. Ja, gut, aber ein Schornsteinfeger muss kommen, ja. Ja. Und wenn ich jetzt einen Kamin einbauen lassen will bei mir, dann in meinem Haus, das ich nicht habe, dann müsste ich dich auch zu Rate ziehen. Genau, aber da musst du nachher deinen Bezirk Schornsteinfegermeister holen. Ja, nicht dich direkt, Franz, das ist klar, was natürlich schade ist. Zwischendurch genehmigt sich Franz gern mal ein kleines Päuschen. Dass er sich die Zeit selbst einteilen kann, findet er gut an seinem Beruf. Aber warum er nun genau Schornsteinfeger werden wollte, darauf hat Franz nicht direkt eine Antwort. Allerdings. Hat man als Schornsteinfeger eigentlich bessere Chancen bei den Frauen? Nur du kommst da mehr Häuser rein. Ach so! Nun aber muss sich Franz beeilen, sonst gibt's Ärger mit dem Chef. Wie viel hast du noch heute? Noch 15 Stück ungefähr. Oh. Und jetzt darf ich noch einmal an deinen Knöpfen anfassen und dann lassen wir dich in Ruhe, damit's Glück bringt. Knöpfen drehen? Genau. Franz Klinnert. Alles Gute, Franz. Danke. Tschüss. Ciao. Tja, Schornsteinfeger müsste man sein. Im Ersten Weltkrieg wurden viele Waffen erfunden und zum allerersten Mal eingesetzt. Chemiewaffen zum Beispiel. Aber es wurde auch mit Flammenwerfern experimentiert. Aus Schläuchen wurde Öl verspritzt und angezündet und entsetzliche Verbrennungen waren die Folge. Bei der Entwicklung der Waffe arbeiteten sogar Feuerwehrleute mit. Was vor 100 Jahren noch wichtig war, jetzt in 100 Sekunden. Im Auftrag des Roten Kreuzes werden mit dem Reichspostdampfer Hamburg amerikanische Ärzte und Schwestern auf die Schlachtfelder Europas gebracht. Durch Granatsplitter treten schwerste Kopf- und Gliederverletzungen auf, für die Medizin erst Prothesen und Verfahren zur plastischen Chirurgie entwickeln muss.
Auch ansteckende Infektionskrankheiten greifen um sich. Feuerwehrmänner experimentieren mit neuer Waffentechnik. Eine Abteilung unter der Leitung von Major Redemann erprobt stationäre und tragbare Flammenwerfer für den Stellungskrieg. Dabei wird aus den Feuerschläuchen brennbares Öl verspritzt und entzündet. Entsetzliche Verbrennungen sind die Folge. Liebesgaben für die Front. Die deutschen Frauen und Kinder sind aufgefordert, Geschenke an unbekannte Soldaten und Angehörige im Feld zu senden. Filme werben für die Spenden. Knapp 10 Millionen Sendungen werden jeden Tag kostenlos zur Front befördert, um den Lebensmut der Soldaten zu stärken und deren Versorgung zu verbessern. Indische Truppen in Flandern. Die 7. Division aus Meerut verteidigt gemeinsam mit den britischen Truppen die Stellungen bei Festubert gegen die Deutschen. Aufgrund der Kälte und der schlechten Ausstattung werden viele der Inder krank. Fürsorge für verletzte Kriegshunde. Sanitäts- und Meldehunde werden in Lazaretten von Ärzten versorgt. Die Tiere leisten an der Seite der kämpfenden Truppen wertvolle Dienste. Sie ziehen MG-Geschütze und auf Rückentrommeln befestigte Telefondrähte durchs Feld und spüren Verwundete auf. Ja, und das war's von uns, von der Drehscheibe. Die neuesten Nachrichten finden Sie jederzeit im Internet auf heute.de oder jetzt gleich im ZDF-Mittagsmagazin mit Susanne Konrad. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen. Ich zähle auf Sie.